Kollegen, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz vor dem Brandenburg-Duell gegen den SV Babelsberg am Sonnabend 14.05 Uhr. Der Trainer wird sicherlich ein paar Eingangsworte sagen, danach Ihre Fragen. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag. Es gibt keine weiteren Verletzten, bis auf die leider nach wie vor Langzeitverletzten. Lasse Schlüter, wie letzte Woche angekündigt, mitgeteilt, ist auch wieder voll im Training, voll belastbar. Hat alle Einheiten mitgemacht. Gestern sogar noch zusätzlich eine Einheit dazu, weil wir das oder die Trainingsumfänge ein bisschen reduziert haben. Tiefer Boden, Winterverhältnisse ein bisschen komplizierter, aufgrund dessen ein bisschen verändert. Ja, haben jetzt noch zwei Einheiten und freuen uns auf das Brandenburg-Derby. Das kann er ja. Mikro an. Sie haben schon gesagt, das Brandenburg-Derby ist für Sie Babelsberg der stärkste Gegner im Land Brandenburg? Oh, das ist eine gute Mannschaft, die wenn sie einen optimalen Tag hat oder erwischt oder man einen optimalen Tag zulässt, kann sie jeden Gegner in der Regionalliga Nordost schlagen. Wir waren mehrmals Live-Zeuge von, es hat sich dann halt so ergeben, es war jetzt nicht nur explizit auf Babelsberg, aber es hat, wie gesagt, es hat sich so ergeben. Erstes Spiel schon alleine gegen Nordhaus waren sie klar die bessere Mannschaft, spielerisch, mit so das Beste, was die Liga zu bieten hat. Versucht immer Fußball zu spielen, aber sie hat dann auch mal so einen Tag wie gegen Luckenwalde im Achtelfinale, wo sie dann zu Hause im Elfmeterschießen verliert, wo sie dann als Favorit also ihr Spiel dann nicht so durchdrücken können. Das haben wir auch gesehen. Aber wie gesagt, es ist eine gefährliche Mannschaft, haben einige überdurchschnittliche Spieler in ihren Reihen, die sicherlich gut sind, die sicherlich auch vielleicht auch eine Liga höher spielen können. Bei uns muss aber nicht nur gegen Babelsberg, sondern bei uns muss immer alles stimmen. Laufbereitschaft, Einstellung, extrem gute Organisation, Gierigkeit und ja, das Momentum im Heimspiel müssen wir auch dann finden. Dann bin ich mir sicher, dass wir dann auch alle Chancen haben werden, wieder am Samstag zu gewinnen, was absolut das Ziel ist. Herr Woll, jetzt haben Sie in der Mannschaft bzw. selbst mal bei einer inneren Reflexion feststellen können, dass man nach die zwei Auswärtsaufgaben souverän gelöst, aber davor war ja die erste Heimniederlage. Wirkt das noch ein bisschen nach? Das ist ja jetzt im Prinzip die erste Vorstellung wieder nach der Heimniederlage vor eigenem Publikum. Also nachgewirkt hat es definitiv nach dem BHK-Spiel. Nicht nur in den Gesichtern, auch in der Körpersprache. Aber das ist nachvollziehbar und auch menschlich. Also ich kann mich da aber nur wiederholen. Ne? Ein Spieler hat ja selber ein Gespür, ob er einen guten Tag hat, ob er vieles umsetzen konnte, das, was er sich selber vorgenommen hat, was man sich als Gruppe vorgenommen hat, als Mannschaft. Gegen BHK war insgesamt eigentlich mit Jena eigentlich die beiden besten Spiele und wir holen eigentlich nur einen Punkt aus beiden Spielen. Und dann ist natürlich eine Enttäuschung und das konnte man bei den ein oder anderen Spielen sehen. Umso wichtiger war es in einem nicht guten Spiel bei Hertha 2, die eine gute Entwicklung haben. Wenn man nur das Spiel sieht, Hertha 2 gegen BHK, wo aus meiner Sicht Hertha auch klar die bessere Mannschaft war und das Spiel eigentlich gewinnen muss mit 5-6 Hochkaräter. Verlieren aber auch 2-0, aber so ist das manchmal in Phasen. Aber zumindest diese Aufgabe erfüllt, diszipliniert zu sein, in dem Spiel Afto zu unterstützen, nicht viel zuzulassen. Ich habe irgendwo gelesen, 3 Großchancen für Hertha. Also ich habe eine Chance gesehen und die hat an eine Latte gelenkt, ansonsten habe ich keine Torchance für Hertha gesehen. Aber ist aber egal. Dann hat man schon gemerkt, dieser Sieg gibt dann auch wieder neues Selbstvertrauen und auch neuen Optimismus. Und gegen Pokal hast du deine Aufgabe zu erfüllen als Favorit.
wo wir auch selber gesagt haben, das ist das absolute Ziel, das ist das absolute Muss, das ist der absolute Wille, diesen Pokal zu holen. Nur sie wissen auch, du musst diese Runden ernst nehmen, du musst diese Runden extrem diszipliniert angehen. Das ist uns jetzt zumindest in den letzten drei Runden mehr als gut gelungen. Im letzten Spiel mit sehr viel Gegenwehr, aber trotzdem mit hoher Disziplin und hoher Ruhe dann in der zweiten Halbzeit dann auf den Moment gewartet. Da haben wir diese Momentum, setzen sie auch um. Wir haben sie auch oft im Spiel, nur wir bringen sie nicht über die Linie. Und deswegen sind unsere Heimspiele sehr zäh und sehr geduldig und wirken in der Wahrnehmung nicht so sicher. Das kann man bei den ein oder anderen Spielen so sagen, aber gegen BAK definitiv nicht. Weil da haben wir Gegner total beherrscht und haben uns selber geschlagen. Aber ich habe mit viel Wohlwollen am Montag das Interview von Fabio Vittoretti vernommen in einer Sportzeitschrift. Alle sind heiß und so trainieren wir jetzt auch wieder. Also jeder ist fokussiert. Das müssen wir auch. Und wir haben ja gesagt, wir werden unermüdlich arbeiten, unermüdlich da sein und unermüdlich alles dafür tun, um unser persönliches kurzfristige Ziel bis Samstag 3 Punkte, aber kurzfristig und mittelfristig unsere Ziele zu erreichen. Nochmal zurück auf Lasse Schlüter. Er hat ein paar Einheiten jetzt weg, voll belastbar. Heißt das im Umkehrschluss, dass er vielleicht im Kader schon steht oder wäre es noch zu zeitig? Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt bis Samstag nichts passiert. Ist noch keine endgültige Entscheidung Kaderbesetzung gefällt worden. Was gefällt worden ist, ist, dass aufgrund der Situation der U19 Malte Kapstein auf jeden Fall Sonntag in der U19 spielt. Als Innenverteidiger mit Max Grundmann, der auch bei uns seit 3 Wochen regelmäßig trainiert, haben wir uns halt entschieden, diese Woche sie komplett bei der U19 zu lassen. Auch Roblik, auch Boachi, obwohl ich weiß gar nicht, der war bei der U20 Kanada. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er schon zurück ist, also auf jeden Fall sind die 4, die ja regelmäßig mittrainiert haben, dass sie komplett sich auf Sonntag konzentrieren, weil unser Interesse natürlich auch darin besteht, die U19, was wir an Möglichkeiten haben, zu unterstützen und zu begleiten. Kurz vor Transferschluss haben Sie probiert, Andes Schaller nach Cottbus zu holen. Das hat nicht funktioniert. Ist der weiterhin für Sie interessant? Von wem ist das bestätigt worden? Vom Klo von Babelsberg sogar, damals. Aber nicht von mir, ne? Soweit ich mich erinnere, nicht. Aber okay. Ich glaube, es ist relativ offen. Ich habe Schala gesehen in dem Spiel Luckenwalde gegen Babelsberg im Endspiel. Und sollte dann die Entscheidung treffen, ihn zu verpflichten. Ich habe in diesem Einspiel, Samstagnachmittag, wo diese Konferenz war, alle Pokal-Endspiele live im Fernsehen, waren wir vor Ort, Sebastian Abt und ich. Und sollte das nach einem Spiel, wo noch kein Spieler verpflichtet worden war, wo es definitiv nicht verstand, ob ich Trainer bleibe bei Energie Cottbus, musste da aber eine kurzfristige Entscheidung gefällt werden. A, nochmal, war meine Entscheidung definitiv nicht klar. B, gab es noch keinen Spieler, keiner wusste, wie es richtig weitergeht. Ist dann mitgeteilt worden von Vereinsseite aus, dass im Moment das nicht möglich wäre, aufgrund dieser Geschichten, die ich Ihnen gerade gesagt habe, nicht Geschichten, sondern die Situation. Und da muss ich sagen, dass jetzt er in mehreren Spielen als einer der Top-4 Stürmer sicherlich in der Regionalliga sich verhält. Absoluter Mentalitätsspieler, absoluter Siegertyp, der die Spiele gewinnen will, in dem Spiel mit allen für ihn zur verfügenden Mitteln versucht, sie umzusetzen, wäre das sicherlich ein Spieler gewesen, der eine Mannschaft wie uns dann gut tut, weil man mit ihm auch im 4-4-2, das heißt nicht, dass man dann Förster nicht, weil ich glaube, Förster seine Verpflichtung ist mehr als bestätigt.
Wir reden hier in 14 Spielen oder 13 Spielen oder 14 Toren und in einer komplett neuen Mannschaft. Ja. Und er ist gekommen später, weil seine Vertragssituation nicht klar war. Leider auch mit einer nicht guten Fitness. Und wenn man das jetzt alles zusammen macht, er einen Riesenjob und hat noch Tendenz nach oben, auch vom Alter her. Aber trotzdem wäre die andere Geschichte sicherlich für das Ziel, besser zu werden, die richtige Entscheidung gewesen. Nur zu der damaligen Zeit konnte ich sowieso nicht die Entscheidung treffen. Der Verein wusste es auch nicht. Und das ist ja ein Spieler, der, glaube ich, 16 oder 17 Tore geschossen hat. Wenn ich richtig informiert bin, sogar Torschützenkönig der Regionalliga Nordost. Aber dann diesbezüglich aber auch von Energie Cottbus nicht beobachtet worden ist. Es gab nicht die Information, dass zumindest Plus oder Minus, und von daher, und so ging das eigentlich die ganze Zeit. Und dafür muss man ganz ehrlich sagen, auch mit diesen zur Verfügung stehenden Mitteln, haben wir eine richtig gute Mannschaft zusammengestellt, die perspektivisch sogar noch sich entwickeln wird. Nicht nur entwickeln kann, entwickeln wird, charakterlich top zusammenpasst. Aber es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten. Und dazu hätte dann Schala, so wie sich das in dieser Saison darstellt, sicherlich dazu gepasst. Keine Frage. Sie haben sich ein bisschen um die Frage rumgewunden. Ist er denn weiterhin interessant, möglicherweise auch schon in der Winterpause? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn das so gewesen sein soll, wie Sie sagen, dass er am 30.08. nicht freigegeben worden ist, kann ich mir auch vorstellen, dass er zum 31.01. nicht freigegeben wird. Es sei denn, Babelsberg sagt, die Saison ist für sie zu Ende, was ich nicht glaube. A, haben sie einen sehr ehrgeizigen Trainer, der das auch richtig gut macht. Das sieht man ja auch, dass sie mit Gegebenheiten zurechtkommen müssen, dass sie auch zwischendurch Spieler, wenn man nur Çubuklu, der war, glaube ich, in der Türkei, dann wieder zurückgekommen. Also dafür, wenn das dann so stimmt, dass sie nicht so große Möglichkeiten haben, finde ich, haben sie eine richtig gute Mannschaft zusammengespielt und spielen auch aus meiner Sicht einen attraktiven Fußball. Diesbezüglich werden sie ehrgeizig sein, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie einen von den 3, 4 Top-Stürmern, den haben sie, mit Förster, Bichonet, Dings haben wir selber feststellen können, nicht gut gespielt, aber ein Torjäger ist dann halt eben da in der 85. Minute und geht den Ball nach. Das sind dann Qualitäten, hat auch 12 oder 13 Tore, glaube ich, von BAK. Wenn ich jetzt noch einen vergessen habe, das nicht persönlich, weil der von BFC ist auch noch sehr gut. Also wir haben schon 5, 6 mehr als überdurchschnittliche Stürmer und da zählt Schala absolut zu. Glauben Sie denn, dass er Samstag spielen wird? Er hat sich ja, glaube ich, die Rippe angebrochen. Also wir beschäftigen uns so damit in dem Aufbau und mit den Analysen, dass er spielt. Weil das spricht ja auch für seinen Charakter, für seine Einstellung. Ganz ehrlich, ich hätte nichts dagegen, wenn er nicht spielen würde, weil er ist Mentalitätsspieler. Das haben wir gesehen hier vor 3 Wochen. Das ist immer, die sind nicht 90 Minuten auszuschalten. Aber unser Stürmer ist aber auch 90 Minuten nicht auszuschalten. Die sind dann da, wenn es brennt, wenn es darum geht. Auch mal, wenn man mal nicht so einen guten Tag hat, ja, aber sie können mit einer Chance können sie, oder mit keiner Chance können sie Tore erzielen. Ja. Mit einer Chance meistens 2. Und von daher hätte ich in dem Fall nichts dagegen, aber trotzdem wünsche ich ihm natürlich, dass er dann danach wieder einsatzfähig ist und dann die nötigen Punkte für Energie Cottbus gegen die Mannschaft holt, die uns auch gut tun. Mal abgesehen von der Personalie Schaden, dann die anschließende Frage gleich. Ist dann damit auch gesagt, dass die Bemühungen um weitere Spieler in der Winterpause auch ein bisschen davon abhängig sein werden, wie groß die Differenz dann zum Spitzenplatz ist? Nein, oder überhaupt nicht? Hat da nichts mit zu tun. Aber es wird daran gearbeitet? Nee, es wird daran gearbeitet, wie die Ausrichtung über den 30.06.2017 ist. Langfristig. Ich glaube, dass halt, dass man sich bekennen muss. Was wollen wir? Ich glaube nicht, dass man aktuell von dieser Mannschaft einen Aufstieg erwarten kann. Das glaube ich nicht. Bei 18 Spielern, mehrere Spieler aus den U19, denen Entwicklung entwicklungsfähig sind, aber noch lange nicht für diesen Druck den Stand haben. 2 Langzeitverletzte, die eingeplant waren. Ein Torwart, der kurzfristig über mehrere Wochen ausfällt. Afto macht das gut, haben wir auch gesagt. Deswegen ist er ja auch... war ein Konkurrenzkampf im Sommer, nur da musste man sich irgendwann entscheiden, aber er war jetzt da.
Ich denke, dass er jetzt noch mehr Druck ausüben wird. Ich denke, dass er weiterhin konzentriert und sicher halten wird. Aber um da oben richtig dann, wo man sagt, okay, der Kader muss es dann eigentlich schaffen. Also da reden wir über zwei unterschiedliche Mannschaften. Die haben wir aktuell nicht. Und diesbezüglich muss man sich dann bekennen. Dann heißt das ja auch, dass man einen im Winter für die Rückrunde, weil wir wollen in einem Spiel alles mitnehmen, statt ja hier in der Tageszeitung, hat Benjamin Förster gesagt, wenn, dann müssen wir halt alle 21 Spiele gewinnen. Wenn das der Ziel der Mannschaft, mein Ziel ist sowieso, ob das dann reicht, weiß ja auch keiner. So, und dann, wie geht's dann? Wir müssen ja dann, wollen wir dann wieder im Mai oder im Juni planen. Wie es dann über Jahre so war, oder wollen wir dann wirklich die Lausitz nach vorne bringen und dann die Vorbereitung so machen und sagen, okay, mit der Erfahrung, mit dem Wissen jetzt, wie hat sich was ergeben, wie hat sich was nicht ergeben, muss man doch dann irgendwann frühzeitig die Weichen stellen. Das sollte das Ziel sein. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden, vor allem mit dem zweiten Satz? Normalerweise titelt man ja in unserer Branche Trainer Bolitz hakt den Aufstieg ab zu diesem Zeitpunkt. Nein. Ich hake den Nein niemals. Egal was am Wochenende passiert. Also der Aufstieg wird im März, Mitte März, Ende März, ganzen April, da wird er entschieden. Sollte diese Leistung Woche für Woche aus Thüringen bestätigt werden, dann heißt ja nicht, dass wir schlechte Arbeit geleistet haben. Wir haben ja bisher keine schlechte Arbeit geleistet. Wir haben ja eine Entwicklung. Ja. Wir gehen souverän vom Pokal zur Runde, von Pokalrunde. Wir sind eigentlich in den Spielen, in den letzten Spielen dominant. Bei Hertha nicht, das sagen wir dann auch. Aber da gibt es auch einen Grund für, das war das vorige Spiel. Werden wir doch den niemals. Bei der Drei-Punkte-Regelung, bei den Wintermonaten, alles optimal läuft, anerkannt, klar, Respekt, klar, Topleistung, auch klar, aber der Fußball dreht sich. Und dann wollen wir da sein. Und der Aufstieg ist dann, wenn er rein rechnerisch nicht mehr möglich ist. Ich habe fünf letzten Spieltag mit Osnabrück beim HSV gespielt, 4-2 verloren und wir waren 8 Punkte Rückstand. Unser Mannschaftsbus ist angepinkelt worden, wir sind aufs Übelste beschimpft worden. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, wann das letzte Spiel war, 16. oder 17. Mai, dann wird abgerechnet. Wissen wir, wer aufgestiegen ist? VfL Osnabrück. Und dann kommen die ganzen, die dann immer von Beleidigung bis zum Erledigen, das hätte ich nie für möglich gehalten. Das ist so eine pauschale Aussage. Also solange wie rein rechnerisch. Und nach meinen Rechnungen ist das absolut noch möglich, auch nach dem Spieltag. Und über den nächsten Spieltag wird alles dafür getan. Ich sage nur, von dieser Mannschaft in der jetzigen Situation darf man normalerweise den Aufstieg nicht erwarten. Aber trotzdem wollen wir das alles menschlich erdenkliche dafür tun, Erster zu werden. Und da muss man auch diese, habe ich ja dann auch vor 14 Tagen gesagt, über unseren neuen DFB-Präsidenten, hat sich ja letzte Woche dann auch fantastisch verkauft, Sonntagmorgen, wie toll das alles ist, muss man ja über diese Relegation, wer auch immer es dann schafft, wer am 34. Spieltag da ist, hat es dann verdient. Und sowieso aus der Regionalliga Nordost, wer es ist, den drücke ich dann auch alle Daumen. So ein Beispiel gab es ja auch mal hier in Cottbus, ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, allerdings Gegenenergie. Jürgen Klopp kam damals mit Mainz 7 Spieltage vor Schluss her, hatte 8 Punkte Rückstand und am letzten Spieltag ist er mit dem Torverhältnis an der Energie vorbei. Ja, ich hatte das auch schon. Also wie gesagt, sind dann aufgestiegen in der zweiten Bundesliga. Also das ist ja drei Punkte. Was ist denn, wenn dreimal unentschieden spielt? Und die anderen gewinnen dreimal. Hast schon 6 Punkte gut gemacht. Also. Allerdings muss ja jener erstmal patzen. Ja, natürlich. Aber es gibt doch auch andere Mannschaften, die ambitioniert sind, die vor der Saison sogar gleich das Ziel herausgegeben haben. Wir haben ja vor der Saison gesagt, wir müssen erstmal gucken, wie sich die Mannschaft überhaupt findet, wie sich die Mannschaft auch darstellt. Also sag mal, von der Entwicklung sind wir zufrieden, da haben wir aber noch Luft. Das sehen wir ja auch in den ein oder anderen Spielen, in der ein oder anderen Situation.
Aber von dem Auftreten her und von der Willensstärke her und von dem Zusammenhalt her sind wir zufrieden. Und jetzt müsste man noch hingehen und dem Winter sagen, okay. Also man dürfte davon nicht sagen, es gibt nur einen Schuss. Also ich glaube auch nicht, dass da dann der ein oder andere Spieler oder dass wir das dann so gemacht hätten. Weil dann, Andreas Rettich hat diese Woche einen großen Interview gemacht, gesagt, weil er das ja übernommen hat bei St. Pauli. Weil es sind zumindest ein Zitat, ich gehe mal davon aus, dass sie so stimmen. Wenn man absteigt aus der zweiten Bundesliga in der dritten Bundesliga oder absteigt aus der ersten Bundesliga in der zweiten Liga, muss man eigentlich mehr Geld in der Hand nehmen, als was man vorher zur Verfügung hatte. Und seit Jahren, beziehungsweise seit 3 Jahren, jetzt im dritten Jahr, ist nach dem Abstieg aus der zweiten Bundesliga in der dritten Liga, wird immer gesagt, wir brauchen Geld zum Aufstieg. Und was ist passiert? Eigentlich ist dann Energie Cottbus abgestiegen. Letztes Jahr wurde dann gesagt, wenn wir die und die Summe, zumindest stand das im Raum, kriegen, dann steigen wir auf. Das wurde dann von der einen Seite dementiert, von der anderen Seite nochmal kommentiert. Was ist rausgekommen? Abstieg. Und ich habe nicht gesagt, dass diese Mannschaft aktuell Erster werden kann, aber nicht Erster werden muss, sondern Erster werden kann. Wenn alles stimmt, und dafür arbeiten wir, daran ist unser Ziel auch ausgerichtet, aber man kann das von der Zusammensetzung mit den Möglichkeiten nicht erwarten. Und ich glaube auch, dass das im Sommer wieder der falsche Weg gewesen wäre. Also man geht irgendwo hin und suggeriert, gib mir mal 500 ja, Euro als Beispiel und mit den 500 Euro steigen wir auf. So kann das gar nicht funktionieren. Egal wo man hinguckt, alle erfolgreichen Vereine haben Nachhaltigkeit, haben Kontinuität, haben Geschlossenheit oder haben so unfassbar viel Geld, ja, dass man sich das zusammenkaufen kann. Geschlossenheit müssen wir wehren, sind wir auf einem guten Weg. Nachhaltigkeit müssen wir wehren, sind wir auf einem guten Weg. Kontinuität müssen wir wehren, sind wir auch auf dem Weg, sind aber erst seit 4 Monaten wieder zusammen. Aber richtig Geld hatten wir nicht. Das heißt aber nicht, dass wir jammern, sondern dass wir sehr dankbar sind für diese Bedingungen. Und jetzt müssen wir es stabilisieren und möglichst weitere Freunde, Gönner, Sympathisanten, die an dieser Region hängen, das versuchen wir herüberzubringen, dass wir das zurückgeben wollen, um uns zu unterstützen, damit Energie wieder richtig Profifußball wird. Die Voraussetzungen sind da, nur man muss sie Tag und Nacht aber richtig leben. Man muss sich nicht von seinem Weg abbringen lassen. Aber der Weg, der ist lang und da gibt es auch mal Zacken. Und dann zeigt es sich eigentlich, wie hält man zusammen. Da muss ich sagen, spüre ich und die Mannschaft auch absoluten Rückhalt. Was die Unterstützung der Zuschauer betrifft, auch letzte Woche, trotz Verspätung ins Stadion reingekommen, weil das mit der Zugfahrt nicht so geklappt hat, total positiv im Verein, total positiv. Und so muss es weitergehen. Ich glaube, damit sprechen wir dann auch Leute an. Wir haben gerade mal reingeguckt, das letzte Duell zwischen diesen beiden Mannschaften des Samstags, das hat es 88 gegeben. Wie erklärt sich denn trotzdem diese große Lücke da ist, diese offensichtliche Feindschaft dieser beiden Vereine oder Fangruppen der Vereine? Denn die Störgeräusche jetzt in dieser Woche waren ja schon sehr, sehr sichtbar und erkennbar. Wie hängt so etwas zusammen? Gibt es da rationelle Gründe für? Müsste mal Schafe vielleicht was dazu sagen. Da würde ich jetzt vielleicht antworten. Ich kann das jetzt so sicherlich nicht erklären, also in die DDR-Zeit kann ich wenig zurückblicken. Übrigens, die letzte Aufeinandertreffen war vor knapp 1,5 Jahren im Landespokal in Babelsberg, nicht 88. Aber das scheint auch in diesem Land Brandenburg, das sind ja nun die beiden erfolgreichsten, ja, also Babelsberg neunmal Landespokalsieger, auch schon in der dritten Liga und der zweiten Liga unterwegs gewesen, dass da eine Rivalität da ist, ja, das merken wir auch, dass das in manche Dinge ausufert, muss nicht sein, soll nicht sein. Und wir sind natürlich auch daran interessiert, dass das am Wochenende hier, am Samstag, ein friedliches Derby, manche stilisieren das zu einem, ich würde es vielleicht nicht ganz so nennen, wird. Aber erklären, historisch, wie das gewachsen ist, muss ich sagen, das können wir auch nicht sagen. Vielleicht auch mal in Babelsberg nachfragen, wie die das halten.
Aber die Maßnahmen, die ich heute gelesen habe bei den Kollegen in der Rundschau zum Beispiel, keine spezielle Choreografie und gucken, was da so hochgehalten wird, wenn einer was hochhalten darf und jede Menge Polizeipräsenz, das ist in der Tat am Samstag so, ja. Das ist in der Tat am Samstag so. Das ist eine Entscheidung, die in der Sicherheitskonferenz am Dienstag gefällt wurde. Wir haben auch eine Stadtringsperrung ab 11.30 Uhr komplett. Haben wir vor einer halben Stunde auch die Maßnahmen, da gibt es eine gemeinsame Presseerklärung zwischen Stadt, Polizei und Verein, haben wir vorhin veröffentlicht. Es wird Leitbier im Stadion geben und kein alkoholfrei im Gästeblock. Und das sind so im Prinzip jetzt nicht unübliche Maßnahmen, die wir auch früher zu Spielen gegen Dynamo Dresden und so hatten, die halt zu diesem Hochsicherheitsspiel, was auch unter Beobachtung des NOFVs steht, wir haben hier Spielbeobachtung hier am Samstag, dort getroffen worden von den Sicherheitsbehörden. Und ja. Mit wie viel Gästefans wird denn gerechnet? Ich habe es auf der Babelsberger Seite gelesen, mehreren hundert ist da geschrieben worden. Was zeigt denn der Kartenverkauf oder die Tendenz? In welche Richtung geht es denn? Also Stand vorhin waren es knapp 350 bis jetzt Verkaufte. Die verkaufen dort noch und wir rechnen mit etwa 500, vielleicht ein paar mehr im Gästebereich und hoffen, im Stadion insgesamt einen Zuschauerrekord für diese Saison zu brechen. 7.000 wäre natürlich wunderschön, aber die 6.000er-Marke, die wir in den letzten Spielen schon in Anlauf oder einen Angriff nehmen wollten, die sollte dann diesmal fallen. Also unterstützen Sie uns da auch, machen Sie noch Werbung. Ja. Also nur nochmal zu dem Thema. Babelsberg hat sich mal vor ein paar Jahren selbst ironisch Babelszwerg benannt und mehr fällt mir zu diesem Thema auch nicht ein. Ja. Aber jetzt nochmal zu einer anderen Frage an Herrn Wollitz. Sie haben ja schon vorhin Ihren Spieler Fabio Vittoriti genannt, der in einem Sportmagazin eine richtig schöne, zackige Hauptzeile, wie wir das nennen, hatte Überschrift. Und könnte man in der Hinsicht weitermachen, um Jena auch ein bisschen psychologisch zu verunsichern? Oder besteht da die Gefahr, dass Ihr Jena-Kollege das ausschneidet und an die Tafel heftet, also sprich die Erwartungen der Cottbuser Spieler, dass praktisch die Jena das jeden Tag sehen? Ich glaube nicht, dass der Kollege und Jena das als Motivation braucht, weil wir sagen, dass wir die Saison noch nicht beendet haben und dass wir um den Platz kämpfen. Erstmal nochmal, sind wir Leistungssportler und du hast das Ziel, jedes Spiel zu gewinnen. Dann darüber hinaus sind wir das den zahlenden Zuschauer schuldig, den Mitgliedern, den Verantwortlichen und den Ehrgeiz auch. Kann ich mir nicht vorstellen, dass. Also es wäre sehr armselig, wenn ich das so sagen darf, oder sehr billig, wenn man die Motivation anderer braucht, weil wir sagen, dass die Saison noch nicht beendet ist. Also ich habe solche Sätze, wenn die dann woanders herkommen würden, wir drehen das jetzt mal, noch nie dazu benutzt, um eine Mannschaft zu motivieren. Also da habe ich schon andere Vorgehensweisen, Mannschaft zu motivieren. Eigene Ziele, eigene Vorstellung, eigene Verantwortung. Eine eigene hast du ja auch, du willst ja selber vorankommen. Also von daher kann ich mir das nicht vorstellen. Und selbst wenn er das dann so macht. Aber in der Bundesliga doch gang und gäbe, jetzt siehe Watzke und Asenhüttl. Ich glaube, da geht's, das soll was anderes bewirken. Wenn sie sich noch daran erinnern, was vor Jahren, wo Hoffenheim, glaube ich, in der Winterpause Erster war, was da aus München alles kam. Leipzig ist ein Konkurrent um die Plätze, um die vorderen Plätze, wo es um sehr, sehr viel geht. Nicht nur um die Platzierung, sondern geht es um sehr, sehr viel Geld. Sie wissen, dass Werder Bremen war jahrelang in der Champions League vertreten und diesbezüglich sind dann auch die Mitarbeiter eingestellt, die Gehälter gemacht worden und dann kann man das irgendwann nicht mehr aufrechterhalten. Darum geht das eigentlich, dass ein weiterer Konkurrent dazugekommen ist und dann versucht man, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass Borussia Dortmund hat das gar nicht nötig, weil sie erstmal richtig gut sind, richtig gut arbeiten, ja eigentlich von ganz weit hinter der Wand zurückgekommen sind, dank dieser Qualitäten von Herrn Watzke, Herrn Zorc, super Trainer. Und das sind ja dann normale Geplänke, die dann mal von da nach da kommen. Ansonsten wird ja die Bundesliga ja noch, dann wissen wir ja vorher schon, wie alles ausgeht. Und von daher, dass da jetzt mal ein neuer Input von anderen Mannschaften kommt. Und ich kann das wirklich nicht beurteilen, ob das nur wirklich wegen dieser Dose. Also ich trinke es nicht, weil es mir nicht schmeckt.
Also es gibt da bevorzugte, bessere andere Getränke und alles andere ist dann auch nicht mein Thema. Wir wollen schnellstmöglich aus dieser Liga und hoffen, dass wir da die richtige Entscheidung treffen. Und die anderen sollen sich dann um ihren Kram oder ihre Situation kümmern. Gut, dann scheinen wir durch zu sein. Dann sehen wir uns am Sonntag. Tschüss. Danke.